So, Mahlzeit mal wieder. Willkommen zu Who Knocks? Klopf, klopf, wer ist denn da? Ich hoffe, das wird jetzt der finale Part. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich wieder mal nicht weitergekommen bin und habe festgestellt, ich habe denselben beschissenen Fehler gemacht, den ich auch bei dem Puppenhaus gemacht habe. Und zwar habe ich ja da hinten bei dem dicken, runden Kollegen das Puzzle zusammengesetzt. Und direkt daneben steht eine Kiste und ich, Idiot, habe die nicht aufgemacht. Das ist genau wie vorhin, als ich dann beim Puppenhaus oder wo ich dann das Puppenhaus fertig hatte und dann einfach die Kiste nicht aufgemacht habe und dann die letzte Statue nicht gefunden habe. Das ist hier genauso. Ich meine, gut, es. So, da, sowas Beklopptes, ne? Was mich einfach ärgert, es hat geheißen, einer der Crewmitglieder hätte das. Die Karte. Hatte aber gar nicht. So ein Dicker. Ich hasse die Dicken. Scheiße. Aber jetzt müsste ich ihn ja eigentlich gleich haben. Na also. Und er hat mich nicht erwischt. Ich bin der Beste. Ist das gerade dunkler geworden hier oder habe ich das nur gedacht? Ah ne, der ist verschwunden. So, jetzt haben wir Level 4. Da hinten das Grüne war das, ne? Und schön ist ja, dass ich jetzt gleich wieder nicht mehr rennen kann, weil ich ja. Also mal ganz ehrlich, wie groß ist, wie weit ist das von da bis hier? Das sind doch 10, 15, 20 Meter. Das ist 25 sein. Aber ich bin nicht in der Lage, 25 Meter schnell zu gehen. Das bin ich. Irgendwie gehbehindert. Access granted. Alten Opa. Da ist was ganz. Eieieiei. Habe ich da Lust zu? Muss ich ja. Das braucht bestimmt 1000 Schüsse. Okay. Ich sag doch Bossfight. Die Abrechnung. Kate, was für ein schlimmes Ende er hat, der Kate. Hurensohn! Du alter Hurensohn! Oh, reload. Muss ich denn hier irgendwo bestimmt drauf liegen? Hölle, Leute.
kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie gesagt, das kann jetzt natürlich noch eine halbe Stunde dauern, bis der gute Erik. Ja, ich hatte jetzt hier irgendwas erledigt, genau. Ich habe nicht gespeichert, ich Trottel. So, aber das ist nicht schlimm, weil ich bin ja jetzt hier hinten, da kriegen wir das jetzt ja doch dann relativ zügig hoffentlich geregelt. Weil ich doch glaube, dass ich ja... kann ja nicht laufen. Das letzte Puzzleteil habe. Hoffe ich. Nein! Ach, wie lustig. Okay, dann muss ich jetzt also noch mal los. Und glaube ich ganz unten. Wisst ihr was? Ich mache Pause für euch. So, ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe jetzt natürlich meine letzte Kassette dafür verschwendet, gerade eben, um sie zu speichern. Habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich hier noch diesen dicken vor mir hatte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt also neu starte, muss ich erstmal diesen Riesen erledigen. Und erst dann kann ich mich um Miss Powerplay 98 kümmern hier anscheinend. Es ist so, wie ich gedacht habe. Ich muss die anscheinend umballern, wegballern. Ja. Ich habe mir jetzt übrigens die ISO-Drinks auf 1 gelegt, als Shortcut-Taste im Prinzip. Ja. Muss mir nur meine Hand schön zurechtlegen, damit ich die Tasten gut erreichen kann. Das hat man ja nun schon alles. Ich glaube nicht, dass ich es mal erstmal schaffe. Wir beide, du Hudensohn. Was ist denn jetzt? Aber wieso hocke ich denn hier? Bin ich am Hocken oder was? Ich komme ja da gar nicht mehr rein, ey. Okay, also, ich mache jetzt hier auf Pause, weil ich glaube, ihr habt keine Lust, mich 50 Mal sterben zu sehen. Wenn ich das Viech besiegt habe, gehe ich sofort wieder auf Play und ihr könnt also das sehen, was ich dann geschafft habe. Also es ist wirklich so, ich muss das anscheinend wegballern, den ganzen Monstern ausweichen, bla bla bla. Also genau das, was ich heiß und innig liebe und genau mein Ding ist. In diesem Sinne, bis gleich, falls ich es überhaupt mal schaffen sollte. Ansonsten,
Guckt es euch bei jemand anders an. Nee, ich versuch's trotzdem weiter. Ich scheine es geschafft zu haben. Hölle! Ich hab's nicht geschafft, ey. Nein! Nein! Wo kommen die ganzen Wichser her? Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich bin ganz aufgeregt. Hölle, Hölle. Also ich musste wirklich die Monster da, also das, die Karte dann nehmen. Und dann musste ich ja zu diesen Containern gehen. Habe ich gerade gemacht. So. Da, ne? Das war's? Also da kam auch keine Sequenz, also es kam gar nichts. Ich bin also jetzt, ich habe das Ding da drauf gelegt, die Monster waren anscheinend jetzt weg. Also, ich kann hier auch nichts mehr machen. Immerhin habe ich noch 137 Schuss oder was, ne? Keine Ahnung. 15 Energy Drinks. Eine Axt. Der digitale Schlüssel, den habe ich auch noch anscheinend. Okay. Ja, hier war ja gerade das Monster. Jetzt ist ja gar nichts mehr. Puh, also es war übrigens immer noch natürlich für mich total aufregend. Aber ich bin ja auch nicht so der Baller-Fan. Außer ich kann modden, das habt ihr ja auch schon mal mitgekriegt, dann modde ich halt auch. Sieht ja alles sehr sauber aus jetzt hier, ne? Ja, doch, kann man sagen. Aber hier ist irgendwie auch nichts mehr drin, ne? Noch? Nein, speichern kann ich nicht. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Da war ich. Da. Guck mal, Weltraum ist wieder frei. Rennen kann ich immer noch nicht. Da hinten ist auch wieder frei. Leute, was muss ich machen? Also alle Türen sind jetzt offen und weiß. Oh, Kollegin. Ich dachte, ich hätte C3PO repariert. Das habe ich auch gedacht. Kann ich da irgendwas machen? Da ist was. Ach so, nee. Ist ja total bekloppt. Ist jetzt alles wieder... Alles wieder zu? Oh, der Kollege ist auch weg. Wie kommt das denn? Also ich habe ja anscheinend auf Reinigung für Pflanzen gemacht. Pinsel. Das Puzzle ist weg, die Kiste ist weg. Na dann. Kann man ja nicht rennen. Ja, dann dürften jetzt auch keine Monster mehr da sein eigentlich, oder? Da steht noch eine Kiste. Ich guck rein. Aber eigentlich muss ja inzwischen... Ja, super. Ist ja alles leer. Da ist zu. Wieso ist denn da zu? Da ist auch zu. Hä? Hä? Level 5? Wo krieg ich ein Level 5 her? Hier auch, oder was? Hä? Level 1? Level 1 habe ich doch. Nichts drin, nichts drin, nichts drin. Ich habe doch Level 1. Ja, scheiße, die ist in der
Das ist 4, das ist 3, ne? Level 1 und 2 habe ich ja abgelegt in der Kiste. Und die Kiste, verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn hier eine Kiste? Was ist denn das? Ja, bla bla bla. War hier nicht eine Kiste? Nein, hier ist keine Kiste. Boah, das ist ja jetzt Kacke. Das ist totale Kacke. Werde ich jetzt bestraft, weil ich Level 1 abgelegt habe, oder was? Okay. Ich kann mir nicht rennen. Ja, scheiße. Da gab es ja noch mehrere Kisten, aber gab es da noch irgendwo eine Kiste, ne? Irgendwo war noch so eine blöde. Also hier ist Level 5. Kann man Level 5 erreichen? Ich weiß es nicht. Konnte ich in dem Haus die Kiste erreichen, wo steht, nehmen Sie die Waffe nicht auf, bevor Sie diese Kiste öffnen können? War hier nicht noch so eine Kiste? Da! Level 1. Okay. Kann ich denn noch irgendwo hier? Nee, das ist ja, wie gesagt, das ist. Gibt es hier eine Karte Level 5? Muss ich das hier absuchen? Wisst ihr was? Ich mach das einfach mal. Ich meine, hab hier nichts mehr zu tun. bis jetzt, hoffentlich. Gibt es hier Secrets? Also, das würde mich echt mal interessieren in dem Spiel. Ich meine, bis jetzt ist es ja. Meine Meinung wollte einmal noch nicht richtig. Ja, doch, habe ich schon oft genug gesagt, Julio. Das mit dem Laufen jetzt zum Beispiel kotzt mich an. So, da unten mal Level 1. Das war doch der Raum, wo ich gestartet bin. Dann würde ich mal sagen, ja, mal gucken, ne? Level 1 war ja nicht so. Access granted. Genau. Hä? Der sah vorhin aber anders aus. Was jetzt? Der Dicke! Den kenne ich doch. Ach, und da hinten ist dieser Dr. Richard. Kate, ich kann nichts tun, Kate. Kate, verdammt. Oh, das Lied, kennt ihr das? Das ist von David Bowie Original, Major Tom. Was hörst du? Ich glaube nicht, dass er Körperstand ist. Seine Gehirnaktivität wird noch einige Minuten andauern. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich höre nur zu. Ich liebe das Lied. Jetzt kommt die Flatline. Nicht. Okay, Daniele Selvitella. Buongiorno. Ciao, bello. Daniele. Musik, 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 Musik. Giulio Caproni. Okay. The End. Beta-Tester. Bla bla bla. Ich muss mir das gleich nochmal selber angucken, weil ich habe von dem Schluss, also ich habe nicht lesen können. Ich habe einfach nur auf das Lied gehört.
für diejenigen, die es nicht wissen, David Bowie ist leider schon 2016, glaube ich, verstorben. Leider viel zu früh. Mit knapp 72 oder 70 oder sowas. Einer der besten Musiker aus den 70er, 80er, 90er Jahren, der einfach mega Musik gemacht hat. Deswegen, ich habe, also das war gerade Major Tom, also das Lied-Original von David Bowie. Es gab ja danach nochmal von Tom Schilling eine deutsche Version. Das war, Entschuldigung, aber das war jetzt zum Schluss das Highlight, wirklich diese Version von Major Tom. Ansonsten, wie gesagt, seitdem wir aus dem Haus raus gewesen sind, war das Spiel einfach nur noch flach, unsinniges Rumgerenne mit einer unsinnig beschissenen Kondition. Also nach 20 Meter schnellen Gehens, also da kenne ich Schlaganfallpatienten, die sind fitter drauf. So, schön ist, dass das Spiel jetzt schwarz bleibt. Also man muss nichts machen. Ja, Fazit. Die ersten 3-4 Teile, weiß ich nicht, wie viele das waren, mega, hat richtig Spaß gemacht, gute Schocker dabei. Das Geilste war wirklich das mit diesem Radio in dem Schlafzimmer von der Kate. Das hat mich ja total durch die Gegend gefetzt. Ja, Daniele, wenn du zuhörst und das übersetzen kannst auf Italiano, arbeite noch einmal daran, mach die Ausdauer länger und in dieser Raumstation, das ist leider nur noch 0815 Krempel, hat super angefangen. In diesem Sinne, es macht trotzdem Spaß zu spielen, so ist es ja nicht. Ne? Also, wer möchte, holen, selber machen. Und ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen und tschüss.